So, liebe Leute, hier bin ich wieder und beim letzten Mal haben wir, naja, diese tolle Skull Dragon hier gezähmt. Ist mittlerweile sehr stark geworden. Ich brauchte ein bisschen mehr Narkotika als die, die ich hatte. Das heißt, das Ding ist wieder aufgewacht, wieder ausgeflutscht. Ich habe mir dann so viel Narkotika hergestellt, wie ich kannte. Ich brauchte ungefähr 2000 Narkotika für das Ding. Was mir durchaus erschließen lässt, dass ich definitiv eine andere Nahrungsquelle als Gammelfleisch benötige für die Karnivoren. Für die Dinger hat es hier gereicht und für den Jerboa. Ich denke, für die braucht man dann einfach was Besseres. Ich habe mal nachgeguckt, gelesen, es soll wohl irgendeine Pflanze geben in der Nähe von Eldritch Isles. Aber frag mich jetzt nicht wie. Ich habe übrigens die Arm eine bessere Armbrust bekommen. Hier, 205%. Die habe ich von der Alpha-Wyvern bekommen, die ja in einem Nest herumgeflogen ist. Also nicht die in Eldritch Isles, sondern die Alpha-Wyvern in der Wüste. So. Das habe ich gemacht, dann habe ich einen weiteren Giga gezähmt, 135 war das gute Stück hier. Und die Farbe sieht einfach nur geil aus. Oh, du hast schon wieder ein Ei gelegt. Nehmen wir das Ei mit. Kann man immer mal gebrauchen. So, das Giga-Ei kann ich eigentlich nur für den Oviraptor benutzen. Der ist schön und das Ding hatte übrigens, obwohl es 135 war, nur hatte das bereits 165% Schaden mittlerweile. Schon richtig stark, also stärker ist das gute Stück. Traurig, immer noch mit 156 unterwegs. Naja, da hinten ist noch eine Wyvern unterwegs. Das ist die, die ich beim letzten Mal irgendwie vergessen hatte auf dem Rückweg. Weil ich bin auch gestorben. Wer hätte es gedacht, ich sterbe. Von der Liquid-Wyvern wurde ich getötet, weil die Narkotika aufgewacht, auf, nachgelassen haben und ich nicht darauf geachtet habe. Und pam, war ich Geschichte. Naja, wie auch immer, kurze Rede, langer Sinn. Den Blueprint hatte ich ja damals in einem Lootcrate gefunden. Ich habe bessere Ausrüstung. Auf dem Rückweg habe ich alle, habe ich einen, den habe ich aus einem roten Lootcrate und den aus einem gelben. Habe ich die beide geplündert, diese Bacons. Und ich habe Hunger, also essen wir das mal. Die werden sowieso noch mehr als genug Eier legen. Ja, ist ja gut. So. Und das Ding hatten wir damals mal gefunden, in auch in einer Lootkapsel. Lootkapsel sage ich jetzt schon. So. Ich bin jetzt Level 82. Mist, noch kein. So. Aber wir nehmen ihn hier mit. Einen Crystal Griffin, der hat mittlerweile 1200. Und ich habe mehr als genug. Ah ja, es war ein Alpha-Raptor, von dem ich die bekommen habe. So, das war alles soweit. Kostüm. Was für ein Kostüm gibt es denn vom Griffin? Fällt mir jetzt gerade in keins ein, muss ich ehrlich sein. Puh, beim besten Willen weiß ich nicht, was für ein Kostüm ich kriegen könnte. Ich weiß nicht, dass der Griffin ein Kostüm hat. Naja, wie auch immer. Wir bewegen uns jetzt mal hin. Wir haben davon 60 Schuss haben wir davon übrig. Davon. Und wir haben das Wichtigste natürlich vergessen. So. Wir wollen natürlich nicht mit leeren Händen starten. So. So, ich denke, reichen 35? Ich weiß es nicht, komm. Wir nehmen 70. 70 ist gut. Und wir nehmen ein paar Narkotika mit. Ich hab hier noch ein paar Stück. So, so. So. Jetzt bewegen wir uns. Aber wirklich. Und zwar. Wahrscheinlich steht sogar im Titel drin. Wir werden mal einen Quetzel legen. Ein Lobob-Quetzel reicht aus. In der Wüste hatten wir, glaube ich, mal welche gesehen. Mehrere sogar auf einen Haufen. In der Nähe vom Roten Wald. Also, warum auch immer es mit der Karte nicht funktioniert. So. Mal schön nach oben. Die Dinge sind, weiß nicht, ob die genauso schnell sind wie ein normaler Griffin oder ob die schneller sind.
So, auf der Wüste. So, das Schöne ist ja das hier. Ich kann ja schießen. Und das ist das Wichtige. Ich weiß nicht, wie viele Treffer, aber ich denke, mit 60 Schuss reicht es für so ein 20er, 25. Ich glaube, das reicht. Da brauche ich, glaube ich, noch nicht mal Narkotika. Ich bin mir aber nicht sicher. Deswegen, sicher ist sicher. Deswegen 20 Dinger, einfach mal um die Dinger, das Ding einzusperren und zu warten. Oh, da sind. Wir haben hier Wyverns. Wieder einmal. Mit denen lege ich mich aber nicht an. 95 und 50. Tropical Crystal. Warum wird es denn neblig? Es war doch erst Nebel. 50, 45. Naja. Ja, der Himmel färbt sich schon wieder so schön. Ganz vorsichtig sein, wir wollen es nicht übertreiben, sonst haben wir gleich ein Problem. Also das war nicht direkt in der Wüste. Ich meine, es war hier so, in diese Richtung. Ja. Ich glaube, ich musste da lang, ne? Genau. In Richtung rote Wälder. Ah, jetzt habe ich einmal ein Problem. Habe ich sowas wie Stimmbabys dabei? Nein, habe ich nicht. Das kann eine Weile dauern. Ich weiß nicht, ob das so schön ist. Ah, mir wird warm. Ich weiß, dass er jetzt nicht im Wasser landen wird. So, der wird jetzt nämlich bis zum Land fliegen und dann aufhören. Die Frage ist nur, wenn hier jetzt eine Wirbel rumfliegt, habe ich ein gewaltiges Problem. Also, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Zombie-Wyverns kann man, glaube ich, auch zähmen. Wir könnten es ja mal ausprobieren. Wir haben ja unsere tolle Falle, die wir mal erweitern müssen. Baue ich noch ein paar Large Pillars, die ich dann hochsetze, doppelt so viele. So. Und so. Dein Ernst? Na, wartet. Ich bin euch gewachsen. Komm mit. So. Gut. Das war jetzt eine ziemlich blöde Sache. Gut, zum Glück war es keine Wirbeln. Bei einer Wirbeln hätte ich größere Probleme gehabt. Aber trotzdem. Oder bei höherleveligeren Raptoren. Also ich habe keinen Hunger, deswegen bringt das jetzt nichts. Sehr wieder. Ist das nicht hier die Glyphenschlucht? Ich glaube schon, oder? Tatsächlich. Irgendwelche schönen Dinger bei oder vielleicht sogar noch ein neuer. Neuer Crystal Griffin. Sieht es gerade nicht danach aus.
Dann ignorieren wir das mal. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich die Falle hatte. Ah, da ist aber eine Falle. Sie ist noch existent. Nur ohne Tor. Warum? Egal. Oh, hier ist schon eingegriffen. Oh, der unten sieht schön aus, der Weiße. Der ist gar nicht mal so weit entfernt von meiner Falle da, der Weiße. Ist das ein Griffin oder ein Quested Griffin? Crystal Griffin Level 150. Okay. Nicht schlecht. So, wo sind wir jetzt auf der Karte? Sind wir, ja. Hier findet man normalerweise immer. Hatten wir noch nicht mehr. Doch, doch, ich meine, hier haben wir einen Griffin bereits gesehen. Ist auch ein heller. Das ist aber ein normaler Griffin. Man könnte sich auch mal die Mühe machen, einen normalen Griffin zu zähmen. Boah, ist richtig. Mann, habe ich irgendetwas? Ernsthaft? Na toll, das hilft gar nichts. Nein! Wieso? Ja, wir haben 42 Grad. Das ist nicht gut. Boah, ich muss raus aus einer heißen Gegend, ey. So. Oh, warum ist es so warm hier? Ich sterbe. So. Da ist einer. 85, leider zu hoch. Aber die sieht cool aus mit den. Boah, das mit den Lila sieht schon echt geil aus. Jetzt sag mal, wird es hier noch mal? So. Ah. Gut, wir sind jetzt an einer Gegend. Ja, man hört schon das Herz klopfen. Sind wir denn? Wir sind ziemlich am nah. Okay, hier sind wir erstmal sicher. Aber ich habe keinen Hunger. Warum habe ich keinen Hunger, verdammt? So. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das hier war oder ob wir. Na, jetzt ist das immer noch der 85er, oder? Ne, ist ein anderer, oder? 15! Ah, also, das ist ein gutes Level. Also. An sich kein gutes Level, aber ein gutes Level zum Zähmen. In der Hoffnung, dass der nicht im Wasser landet. Ich weiß nicht, wie viel Schuss das Ding braucht. Ich glaube, das braucht nur 3 Schuss gegen den Kopf. Da mit der Waffe, glaube ich, sogar, vielleicht sogar noch weniger. Das Problem ist, ich hoffe, dass da irgendwo landet, wo nichts Böses ist. Hier oben auf so einem scheiß Felsen oder so. Das wäre mega geil. Noch einer, genau, das war die Gegend. Musste nur
Boah. Ja. 36 Schuss. Das war nicht im. So. So. Nein. Okay. Das ist es. Ach, Mann. Okay. Wie kommt der mir hinterher? Da ist der andere Quetzel. Gucken wir mal, ob wir den erwischen. Das ist jetzt blöd gelaufen. Welches Level hast du? 85. Scheiße. Ich hätte ein bisschen mehr drauf achten sollen, ja. Jetzt liegt er. Oh, der ist schon tot. Naja. Blöd. Ich habe immer noch 42 Schuss. Das ist gut. Wir haben ja gerade mehrere gesehen. Ich weiß noch nicht, ob das da hinten der 85er der andere war, den wir gesehen haben. Oder. Nee, der 85er war das nicht. Nee, die sahen beide gleich aus. Der 85er ist ja mehr so lilafarben. Ah, das ist das Blöde an Quetzalcoatl. Es gibt auch keine Möglichkeit, das irgendwie leichter hinzukriegen. Also mir ist nichts bekannt, ob man das jetzt mit Enterhaken macht und der Argentavis. Oder ob man das mit den Griffen macht. Oder. Wobei sich natürlich die Frage stellt. Oh, nee. Fünfundachtzig braucht, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob die 42 Pfeile dafür reichen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Naja, gucken wir mal weiter in dessen Richtung und dann gehen wir mal in die Richtung. Naja, dafür, dass er jetzt tot ist. Spawnt ihr vielleicht noch ein anderer?
Das ist wieder der 85er, ne? Ja, der ist lila gefärbt. Sieht man. Der sieht cool aus, aber der hat schon ein bisschen mehr Torpo. 11.000 hat er schon. Der andere hatte, glaube ich, 2.000 oder sowas. Boah, hier gibt es ja jede Menge Metall. Oh, wir müssen uns mal kurz ausruhen. In den Traktoren, das ist, da muss man auf, müssen wir aufpassen. Ich meine mich eben dann. Ist das da hinten der grüne Ark? Ja, ich meine mich hier in der Nähe, irgendwo auf der Karte haben wir noch einen gesehen. So, wir haben mehr als genug gesehen, das ist mir schon bewusst. Es gab hier irgendwo eine Stelle, da waren so viele dort. So viele Quetzels unterwegs, dass ich gar nicht mehr weiß, wo an der Kopf stehen. Oh! Oh, Beute, da fällt ein Titano vom Himmel. Da ist noch ein Titano. Es sind wieder Titanos auf der Erde. Liebe Leute, ihr wisst, was das heißt. Ich werde demnächst meine Blitzwürmer mal wieder einen Einsatz zu Einsatz bringen. Denn ich kann das. Boah, ich müsste das eigentlich machen, dass der letzte Treffer von mir kommt. Meine Güte. Wie heftig das doch wäre, oder? Ein Treffer vom Titan und ich bin tot. Das ist mir zwar bewusst, aber ich will mich auch nicht treffen lassen. Also. Wir hatten doch auch schon mal einen Quetzel, der fast stecken geblieben wäre. So. Wenn ich jetzt nur genau wüsste, wo. Ich habe mir natürlich die Koordinaten nicht gemerkt. 85er. Wenn ich nichts anderes finde, dann probieren wir es mal mit dem 85er. Der sieht nämlich cool aus. Und es, ja, 85 ist schon ziemlich hoch. Ja, wahrscheinlich über eine Redwood. Und da habe ich Angst vor. Um ehrlich zu sein. Denn wir alle wissen, was im Redwood ist. Wenn das Ding mitten im Redwood down geht, dann habe ich eines der größten Probleme überhaupt. Deswegen ich jetzt gar nicht versuchen will, dort lang zu gehen. Wenn wir alle wissen, der Redwood ist gefährlich. Es sei denn, du fliegst da mit einer Wirbel lang, dann ist es nicht so schlimm. Das war ärgerlich. Mann, es regt mich jetzt schon wieder auf, dass ich das nicht geschafft habe. Ich glaube, wir probieren es einfach gleich mal mit den. Einen sind schon wieder Raptoren. Und es regnet. Wunderbar. Mein Leben hat sich jetzt aber recht schnell erholt, muss ich sagen. Dim, dim, dim.
Da will ich echt nicht hin. Ne, es ist kein Quetzel. Das ist die Mini-Format davon. So. Kommt schon. Mach den. Ach du Scheiße. Ich sollte unbedingt lernen, mehr auf meine Ausdauer zu achten. Ach komm, jetzt geht die letzten paar Meter auch noch. So, da ist wieder so eine komische Pflanze. Und weiter geht's. Richtung Wüste. Dort hatten wir einen gesehen und ich weiß nicht, ob es der 85er war, der parallel zu meinem kleinen Geschöpf geflogen ist oder ob es ein anderer war. Na doch, ich fliege richtig. Allerdings wäre mir trotzdem ein 20er oder 15er einfach aus Prinzip lieber, weil die leichter zu zähmen sind. Wenn ich dann Level 6, nee, 97 bin, da ist einer. 25, das geht auch noch. Sieht auch nicht schlecht aus. So. Was machst du denn da? Hör auf, mit deiner Axt rumzuspielen. Warum auch immer du meinst, mit einer Axt rumspielen zu müssen. Und wenn ich denn meinen Kopf treffen würde, ne? Ah, ich treffe eher mein eigenes Tier. Da. Also ein bisschen verarschen. Triff gefälligst. Hab ich mich jetzt getroffen oder habe ich den getroffen? Boah, den Kopf direkt zu treffen, ne? Das ist schon eine Kunst. So. Muss natürlich auch aufpassen, dass ich nicht aus Versehen E drücke.
Mann, ich weiß echt nicht. Die haben dreifache Kopftreffer. Aber wenn man, man muss glaube ich irgendwie ganz exakt treffen können. Das ist irgendwie. Ich hab's noch nie hingekriegt. Also nicht bei den ersten irgendwie. So. Das wäre hier wirklich vom Vorteil. Es ist einfach nicht mehr möglich, nicht auszuhalten, ne? Problem ist nur meine Ausdauer. Das ist der Vorteil, wenn man die andere Methode nimmt, die Argentavis-Methode. Das ist ja noch einer. Das ist ein Tech-Quetzel. Oder? Ne, sieht nur so aus. Ich muss aber. Boah. Müssen kurz landen. So, wir müssen kurz landen und dann schnell wieder nach oben. Und na toll, welcher von denen ist das denn jetzt? Das ist der 85er. Schon wieder ist der 85er bei mir hier auf der Spur. Sind wir schon wieder an einer Stelle, wenn er jetzt gleich rein, da reinfällt, ne? Ich glaube, ich werde wütend. Ich guck mal kurz, was hat er? So, Torpo-mäßig, mal eben gerade bei 1700. Ich glaube, das wird nichts mehr. Es müsste aber noch was werden. Gerade mal bei 5. Die Frage ist, wie viel Torpo hat er denn? 4000, okay. Wenn er jetzt irgendwie falsch fliegt, dann könnte ich es tatsächlich schaffen. Muss nur aufpassen, dass ich nicht geschafft werde. So. Ungünstig. Boah. Ernsthaft, das ist. Na toll, jetzt fliegt er da übers Wasser. Ah, ist nicht mehr. Fünfundzwanzig Schuss habe ich noch. Ich brauche einen Kopftreffer. Willst du mich verarschen? Ey, komm. Das ist es aber ein Witz. Komm, ich habe ihn genau ins Auge geschossen. Ich verstehe nicht diesen. Den Kopftrefferbonus verstehe ich beim besten Willen nicht. Beim. Hä? Wo ist er denn jetzt abgeblieben? Ah, da ist er. Will sich ja noch drücken. Ach Mensch, warum klappt das nicht?
hasse es. Ey, der ist gerade in einer echt beschissenen Position. Ich kann noch ein paar Mal auf den draufballern, so ist es nicht. So sagen, wehrst du dich jetzt nicht? So. Was habe ich jetzt? Habe ich jetzt getroffen? Boah, der ist aber. Jetzt ist er zügig an. Und sind wir immer noch bei den 1000. Ah, wir sind schon bei 2000 angelangt. Von 4000. Das Problem ist, der Torpe geht extrem schnell runter. Fliegt doch nicht immer in so einer beschissenen. Ich muss echt aufpassen. Oh. Okay, der Toppe geht runter. Das heißt, ich muss ihn eigentlich noch zweimal treffen oder so. Das hoffentlich gleich hier ist. Schon wieder der 85er. Scheiße. Jetzt nicht drauf schießen. Tausend Torpofell noch ungefähr. Ich muss gleich unbedingt mal. Wir landen mal kurz. Sollten ihn nicht aus den Augen lassen. Wir müssen eigentlich mal den Kopf treffen. Komm, wenn ich den Kopf treffe, ist er sofort instant. Down. Aber es klappt ja nicht mit dem Kopftreffer. Ich weiß bis heute noch nicht, wo ich genau hinzielen muss, damit das ein perfekter Kopftreffer wird. Ist wieder. Boah. Mehr ist das, kann ich ja echt nicht machen. Ihr habt es gesehen, ich habe ihn ins Auge geschossen und das hat ihn nicht gejuckt. Ich würde ihn jetzt aber nicht abknallen, denn dann landet er wieder mal, genau wie der andere, wunderschön ins Wasser. So ist gut, komm. Komm zu Papi. So ist gut, so ist gut, so ist gut, so ist gut. Ich habe noch 12 Schuss, die reichen, um den down zu kriegen. Komm. Nee, so ist, glaube ich, besser.
700. Ich doch einfach mal den Kopf treffen würde. Also ich treffe den Kopf zwar, aber ihr habt's ja gesehen. Alter, jetzt treffe ich gar nicht. Nee, der ist noch nicht auf im Fluchtmodus. Da ist er. So, jetzt. Alter, wo will der denn hin? Überraschen. Ach komm, was ist denn das? Das ist doch jetzt ein Witz, ne? Boah. Ich kann mir es nicht leisten. Ich muss noch mal drauf wollen. Ich verzichte mal auf den. Na toll. Okay, ein Treffer noch. Den hebe ich mir jetzt auf. Wenn er auf Land angekommen ist. Jetzt wäre das Todesurteil. Er hat schon über an die 4000. Im Leben ist aber auch nicht mehr viel. Zack. Nur damit ich sehen kann. Oh, ich habe nur 3 Schuss. Ein bisschen mehr warten. Also sind wir schon bei 3700. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Ne, wird nicht angegriffen, bin ich von der. Ich werde angegriffen von der Agentasis. So, schnell machen, damit er nicht wieder aufwacht. Na warte. So. Wo ist mein Quetzel? Da liegt er. Das wollte ich doch gar nicht. So. Boah. So.
So. So. So. So. Und so. Du. Wenn ich was in der Hand habe. Das ist das Schöne, dann funktioniert der Sturzflug nicht. Mir gefällt das nicht, was die Agentavis ist. Was ist das überhaupt für eine Agentavis? 135, 2000 Damage. Als Damage. Ha! Naja, ich denke, der ist gleich fertig. Gut. Ist irgendwas Böseres als ein Aventavis? Aventavis greift den Quetzal nämlich nicht an. Ich glaube, das ist. So. Das ist gut. Topo geht zwar runter, aber 12 Level kriege ich hinzu. Ich bin begeistert. Okay. Ah, das geht, das geht. Das dauert jetzt nicht so lange. Aber die Folge geht schon wieder viel zu lange. Ich würde sehr daher sagen, liebe Leute, das war's für heute. Ich mache den erstmal fertig. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.